Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Abschnitt zu der Frage, wie man vom objektorientierten Modell eigentlich zum Programm kommt. Im letzten Abschnitt haben wir uns ja damit beschäftigt, wie man grundsätzlich so eine Klasse aufbaut, und dieses Mal wollen wir uns damit beschäftigen, wie man vererbt und wie man dann eben entsprechend den Konstruktor auch an diese Vererbung anpasst. Plan war ja jetzt nicht mal den Fluss zu begucken, der ja auch ein Named Object sein soll. Und dann schauen wir mal weiter hier rein. Also, unser Fluss hat eine Klammer, also das hier von da bis da, das ist unser ganzer Fluss, ist ein Named Object, hat also von sich aus Namen und so weiter und Überprüfung von Namen, also alles, was man so braucht. Dann hat er wieder einen Konstruktor. Und noch ein zusätzliches Attribut. Das Attribut ist ja hier, das ist ja der deutschen Sprache geschuldet. Flüsse haben im Deutschen ein Geschlecht, sodass man eben zwischen an der Donau und am Main unterscheidet. Ja, und deshalb hat er hier dieses Attribut. Und das Attribut ist im Prinzip komplett parallel aufgebaut. Also wir haben hier so ein verstecktes Attribut. Ja, und das wird hier einfach mit Set gesetzt. Also im Value ist ja immer der Wert und mit Return zurückgegeben. Der Hintergrund ist hier ja relativ simpel, also da müssen wir nichts machen, weil so ein Attribut kann nicht falsch sein, ne? Also ein Bool ist ein Wahrheitswert, also entweder es ist männlich oder es ist nicht männlich. Alles andere gibt es nicht. Was wir jetzt aber trotzdem machen, ist, dass wir unseren Anwender zwingen, falls er mal einen Fluss aufbauen möchte oder instanzieren möchte, dass wir ihn zwingen, dieses Geschlecht mit anzugeben. Und das machen wir wieder analog zu dem, was wir eben gesagt haben, indem wir eben dem Konstruktor, ja, das hier ist der Konstruktor, die beiden Parameter mitgeben. Name ist klar und Bool ist halt eben hier, dieser Bool ist eben das Mail. Und dann muss es ja irgendwie eine Konvention geben, wie man an den Konstruktor der Superklasse drankommt. Und das haben sie in Java gesehen, da heißt es einfach Super und hier heißt es einfach Base. Ja, und wenn ich hier sage, okay, dieser Konstruktor, das ist der von Named Object, wenn Sie da mit der Maus drüber fahren, zeigt er Ihnen das ja auch an. Und der kriegt als Parameter einen String. Und wenn Sie da den String übergeben wollen, dann und da nicht irgendwie immer das Gleiche reinschreiben wollen, dann müssen Sie sich den eben hier schon als Parameter geben lassen. Und was hier dann im Prinzip steht, ist, nimm den Namen und übergib ihn so, dass er behandelt wird wie der Name von dem Named Object. Und bei dem Named Object sehen wir hier, okay, alles klar, was passiert mit dem Namen? Da kommt es rein. Naja, also wir haben jetzt hier, das sind ja unsere Parameter, ja, die schreiben wir klein. Das ist einfach eine Konvention, damit Sie das einfacher unterscheiden können. Und jetzt sehen wir hier kann man es auch sehen, also das hier ist unser Attribut. Das ist der Name, das ist groß geschrieben. Und hier sehen wir, alles klar, das ist klein geschrieben, das ist nämlich der Parameter von dieser Methode. Und wenn ich dann so eine Zuweisung mache, ist klar, also das hier ist der Parameter und das hier ist das Attribut. Und wenn wir jetzt hier reinschauen bei unserem Fluss, dann sehen wir, alles klar, das hier ist ein Parameter, das ist auch ein Parameter, deshalb werden die klein geschrieben und dann werden die hier eben auch entsprechend klein übergeben. Gut, der zweite Parameter, der ist ja nur dafür da, um denjenigen, der sich so einen Fluss instanziert, dazu zu zwingen, sich mal Gedanken zu machen, wie der denn heißt, also heißt und welches grammatikalische Geschlecht er hat. Und ja, die Zuweisung ist dann wenig spektakulär, also dieser Parameter wird dann eben diesem Attribut zugewiesen und dann ist der Drops gelutscht. So, jetzt haben wir also völlig unspektakulär zugegeben, also diese beiden mal implementiert und wir wissen, okay, also das Class und dann so geschweifte Klammern wird aus so einer Kiste gemacht und das, was hier in Attributen drin steht, schreibe ich dann einfach zwischen die beiden Klammern. Schauen wir uns das mal analog an mit Land und Fluss. Land ist auch wenig spektakulär, also Land, ne, also kriegt einen Namen und hat dann einen Base-Namen und so weiter. Bei der Stadt sieht es ähnlich aus. Da gibt es hier irgendwo auch noch einen Konstruktor, wenn ich ihn wiederfinde. Hier. Da gibt es eben den Konstruktor mit dem Namen und da müssen wir halt ihn noch zwingen, uns ein Land zu übergeben, weil wir gesagt haben, wir müssen Städte in Länder legen.
So, Sie sehen aber, da ist das jetzt alles schon ein bisschen aufgeblasener, also da ist noch mehr unterwegs. Das jetzt dem Compiler so vorzuwerfen, dass er da ein ablaufbares Programm von machen kann, müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir dieses Konstrukt, nämlich irgendwie eine Relation zwischen Stadt und Land, wie wir das abbilden. Und das machen wir jetzt auch im nächsten Abschnitt, nachdem wir uns also jetzt mit dem Grundaufbau von den einzelnen Klassen beschäftigt haben, werden wir dann schauen, wie wir diese Relation auf Attribute abbilden.